So. Ah. Ja. wie ihr seht, wahrscheinlich, zumindest hoffe ich, liegen da vorne ohne Ende Waffen und Munition rum. Das bedeutet nichts Gutes. Na! Alter! Warum? Nix ausschwärmen. Habe ich eine Granate? Okay. Bitte. Oh! Ja, können die auch. Alles klar. Da oben. Hä? Ja. Auch schön. Komm. Alter, hast du ein Schwein. Oh. Ups. Hier schleicht doch einer gleich um mich rum, wollte ich sagen. So, und wo ist jetzt die Sniper? Hä? Ich hatte doch hier die Sniper hingelegt, weil ich die M4 wieder aufgenommen habe. Wo ist denn die jetzt? Ich raste aus. Ja, alles klar. Oh. Alter. Junge. Oh, wo ist jetzt der Typ mit dem... Alter. Laservisier? Ja. Ja, genau. Hab dich. So, aber den mit dem Laservisier habe ich immer noch nicht gefunden. Lass es dir nicht einfallen, Junge. Wie? Jetzt ist Musikende oder? Was ist das denn? Achso. Das muss die Bibliothek sein. Das ist es sogar. Wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Gut. Aber. Erstmal. Sehe ich mich anderweitig um. Nämlich nach Munition und so. Oh, Granaten sind schön. M4 ist auch schön. SAS auch schön, aber jetzt nicht. Hm. Na, der hat wieder nur 3 Schuss da drin. Man kriegt ja nie mehr. Auch wenn die Knarre Spaß macht. Das heißt die Knarre, der Granatwerfer. Wo hatte ich denn jetzt? Ach, da hinten. Nein. Da lang. Hi. Zwei Granaten. Hm. Granatwerfer. Geh doch mal weg, Elena. Wenn ich jetzt den Granatwerfer nehme, habe ich 3 Schuss. Wenn ich jetzt den anderen aufhebe, habe ich dann 6. Nö. Man kann nämlich nicht mehr als 3 mitnehmen. Toll. Gut. Oder auch nicht gut. Wir nehmen halt doch die M4 mit. So, nicht durch den Haupteingang haben sie gesagt. Das wäre dann der hier, denke ich mal. Schauen wir doch mal. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Ja.
Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr lächelt. Hallo, Sally. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10 Mal. Kreisel. Ah ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Ein verrottetes Spanisch. Hey, da oben! Ja. Oh, Mist. Ja, geh ruhig. Geh ruhig aus der Deckung raus. Alles gut. Hä? Wofür? Du gehörst. Da unten! Alter. Hier, du kannst gleich erstmal eine Granate fressen. Bitteschön. Type. Och. Du bist tot. Ich bin tot. Und da ist auch noch einer. Ja, und unten und überhaupt und... Jetzt kommt der Drecksack nicht mehr raus, oder was? Das war's nicht. Oh, gut, dass die wieder runtergefallen. Oh! Da sind sie doch! Dafür wirst du büßen! Naja, betreiben wir ein bisschen Munitionsverschwendung. Viel Spaß damit! Och! Wo schießt du denn nun hin, Rambo? Beziehungsweise Hobby-Rambo ist das ja wohl eher. Doch, ist einmal. Du brauchst mit deinem Laservisier gar nicht ankommen. Okay. Wie hoffentlich lohnt sich das? Ja klar, lohnt sich das. So, ist es Ende oder was? Nein, natürlich nicht. Vorwärts. Hä? Jetzt ist er da wieder. Oder ist es ein anderer? Keine Ahnung. Ja, es ist ein anderer. Das wurde aber auch Zeit. Ich hätte gern ein bisschen Munition aufgesammelt. Ja. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Ja, hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sally, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar. Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sally, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Wann denn? Bevor, nachdem sie mich filetieren wollten? Das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier auf mich rumgeballert unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub ich. Jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie auf Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Puh.
Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. Tja. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Das will ich auch hoffen. Hm, vielleicht die Statuen. Ja, hoffentlich auch nicht nur vielleicht. Ja, ins Tagebuch gucken wir gleich. Erstmal Munition. Ja. So mag ich das. Achso. Ja. Ach. Naja. Munition kann ich halt nie genug haben. Achso, das ist eine Granate. Also dafür, dass ich hier ohne Ende Leute umgeletzt habe, liegen hier nur, weiß nicht, wo lagen, 3 Granaten und eine Waffe. Hm. Okay. Ist oben vielleicht noch was? Hier nicht so. Ah. Also das finde ich jetzt nicht so spitze. Ah, da ist noch eine. Gut. Wir springen jetzt mal zu den Statuen. Guck mal ins Tagebuch. Ah, da ist der Kompass. Und hier ist der komische Geier. Wo soll denn der Geier hingucken? Wo ist er überhaupt? John müsste das dann sein. Der soll nach Osten gucken. Nach Osten. Hä? Also ich sehe auf dem Kompass einen einmal Norden, einmal Süden, ein O im Westen und ein E im Osten. Also das E im Osten, das kriege ich hin, aber das O im Westen ist Na gut, ist wahrscheinlich ein spanischer Kompass. Vielleicht. Nein, das stimmt nicht. Okay. Beginnt da irgendwas mit Osten habe ich gesagt, ne? Vielleicht beginnt Westen im Spanischen ja mit einem O. Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal brennend interessieren, ehrlich gesagt. So, da ist der Löwe. Der Löwe heißt Mark. Mark, der soll im Westen gucken. Na. Ja, gedrückt halten, gut. Wäre dann so. Los, beeil dich nicht. Wir haben nicht viel Zeit, bis sie merken, dass etwas nicht stimmt. Ja, danke. Ach so. Warte mal, Matthew, das ist die komische Tusse da. Beziehungsweise Tusse, mit die Matthew heißt, genau. Der komische Typ da mit den Flügeln und Luke ist, was ist denn Luke? Das Vieh. Luke soll in den Süden gucken. Wo sind wir jetzt? Ist das Luke? Keine Ahnung. So. Süden ist da. Gut. So, und das war Norden, oder? Ja. So und so. Hey. Das war schon mal richtig. Ach, noch eine SAS. Gut. So, schnapp dir mal die Fackel, Elena. Geht doch. Hat sie schon. So, willkommen im Keller. Oh, noch eine Bibliothek. Und jetzt? Hm.
Da ist nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Ha? Moment, das kenne ich doch. Was ist das? Die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Ja. Ich bin nicht überzeugt davon, dass ich ins Land der Toten möchte. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer alleine ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Die Ecke war so feuer, ja.